Meine Lieben, Promi-Boxen bzw. Fame-Fight haben die ersten Gegner jetzt rausgehauen. Und zwar möchte Alex Petrovic gerne Diogo Sangre schön das die Fresse polieren, aufs Maul hauen. Wir schauen es uns an, die Insta-Statements und alles dazu jetzt. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich im Moment etwas angeschlagen bin, auch gesundheitlich. Deswegen war es auch jetzt so auf allen Kanälen etwas stiller. Also ich habe eine Magenschleimhautentzündung. Es tut auch immer noch relativ weh, muss ich sagen, trotz Antibiotikum und so. Also es ist schon echt noch nicht ganz okay und in Ordnung. So ist es halt. Auch wurde dann beim EKG festgestellt, dass ich wohl einen Infarkt gehabt habe in diesem Jahr, den ich nicht gemerkt habe. Und jetzt stehen erstmal natürlich in der kommenden Woche Arzttermine an, also morgen erstmal zum Hausarzt und dann ja nochmal eine Magen-Darm-Spiegelung und dann Kardiologen. Und da haben mir natürlich auch ein paar Leute jetzt empfohlen, Herz-Ultraschall und so weiter machen zu lassen. Also ich kümmere mich drum. Ich hoffe nur, dass es meinem Bauch bald besser geht, weil hey, kein Kaffee. Ich habe jetzt alles umgestellt auf Grüntee am Morgen. Das ist auch ganz gut, trinke ich auch ganz gerne, ja. Jetzt auch so ein Wasserkocher, der genau 80 Grad macht. Also ich kümmere mich schon drum, ja, kein rotes Fleisch mehr und so weiter und so fort, weil auch noch irgendwie die Leberwerte auch nicht so gut waren. Warum auch immer. Nun denn, ja, so sieht es erstmal aus. Also deshalb war es ein bisschen stiller um mich. Aber umso lauter ist es auf Instagram, Leute. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen. So, da haben wir schon mal die Insta-Seite von Diogo und da ist es auch schon angekündigt, ja, am 4. November Petrovic versus Sangare. So, Alex Petrovic trifft im Ring am 4.11. auf Diogo Sangare. Es gibt auf jeden Fall dicke Luft zwischen den beiden. Wohl hat sich Diogo für Christina eingesetzt, ja, und das hören wir aber gleich alles. Beide haben den Kampf sofort angenommen und nicht lange gefackelt. Beide wollen den anderen mit einem dicken K.O. schlafen schicken. Keiner von beiden kennt den Rückwärtsgang. Es wird definitiv krachen. So, dann schreibt hier natürlich gleich Vanessa. Statistisch gesehen wird Diogo gewinnen, wenn es darum geht, wer der häufigere Fremdgänger ist. Da steht es 3-1 für ihn. Gott sei Dank ist das hier nur ein Boxkampf. Das wird spannend. Schauen wir mal, ob nur eine Frau oder mehrere klatschen werden. Okay, also er hat Diego geschrieben. Diogo, okay. So. Das Problem, liebe Vanessa, ist aber, dass Alex nicht nur fremdgegangen ist. Er hat seine Freundin gedemütigt, physisch misshandelt, beschimpft, verachtet, was ich mir bei Diogo nicht vorstellen kann. Allerdings muss ich sagen, dass ja Diogo dass Diogo sich ja auch nicht immer ganz so positiv der Gay-Community gegenüber geäußert hat. Deswegen sehe ich ihn ja sehr kritisch. Er schreibt hier, er antwortet hier auch, weiß der mehr als ich, zählt die mal bitte auf. Okay, starke Ansage, Vanessa, so ist es, Babe-Team. Das schreibt hier in dem Falle Alex. Also ich bin mir ehrlich gesagt, irgendwo würde ich es mir ja wünschen, dass halt auch mal Diogo schön irgendwie K.O. geht. Auf der anderen Seite ist es auch schön, wäre es auch schön, Alex. Also egal, wie es ausgeht, ich bin mit beiden Ergebnissen happy. Wie seht ihr das? Lustigerweise, ich muss euch mal zeigen, wer hier noch so kommentiert hat, ja. Na? Nämlich Gigi, geil. Dann hier, Reality-Show Edits Team Diogo. Also ich bin natürlich nicht Team Schwulenfeindlich, ja. Ismet Ali, auch Diogo, Pro, mach ihn K.O. Ja, der war ja mit, da ist er jetzt bei Temptation, easy. Aber die sind natürlich auch zusammen in diesen Formaten gewesen oder sind dabei. Dieser Berlin-Ding, was da auf RTL 2 läuft, was keinen interessiert. Danny Heidrich, geiles Match, den habe ich kennengelernt hier. Der war hier in Baden-Baden mit Matthias Mann-Schapan, habe ich ihn kennengelernt. Und natürlich Prinzessin Xenia auf Sachsen, Diogo mach in Blatt. Die hätte natürlich wahrscheinlich gerne den großen Diogo-Schwengel mal in sich drin. So, wir hören uns aber mal an, was Diogo so zu sagen hat. Er hat nämlich ein bisschen was zu sagen zu dem Ganzen.
Jawohl! Endlich ist es offiziell. Ich werde am 4.11. gegen Alex Petrovic kämpfen. So kleine Eier. So eine große Fresse hat dieser Typ. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, woher er weiß, wie klein die Eier von Alex sind. Könnte man jetzt mutmaßen. Und den werden wir jetzt zustopfen. Ich bin hart am Trainieren. Es wird ein sehr, sehr geiler Kampf. Seid dabei am 4.11. bei Fame Fighting in Bonn. Ich freue mich. Wir werden ihn zerstören. Wir werden ihn zerstören. Und das habe ich natürlich auf der Autobahn gemacht, die Story. Ist ja klar, ne? So. Also, gibt es noch irgendetwas? Hat er nochmal was gesagt? Nee. Okay, erster Knaller-Duell steht fest. Dann würde ich sagen, schauen wir hier einfach nochmal kurz bei Alex rein, denn der hat nämlich ein bisschen mehr gesagt. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Alex hat ja auch was gesagt, logischerweise. Gab natürlich auch hier eine Kampfansage. So. Da ist nochmal das Bild hier von ihm, ja. Irgendwie sieht es ja aus, als hätte er schon aufs Maul gekriegt. Ja. Was heißt das hier? Auf geht's, Baby, okay. Also hier hat sich Reality Show Edits jetzt natürlich egal, wer gegen ihn kämpft. Ich hoffe, die Person gewinnt. Oh, okay. Mike Heiter, let's go. Okay. Ich hoffe, dass Christina in der ersten Reihe sitzt. Ja, das hoffen wir alle. Wird sie wahrscheinlich auch, ne? So, will doch niemand sehen. Wer ist denn I am Dennis? Keine Ahnung, I am Dennis hat einen blauen Haken gekauft. Okay, keine Ahnung, wer es ist. Eugen kennen wir auch nicht. Okay, sonst hat hier jetzt niemand groß kommentiert. Melanie Thiele, das ist die ehemalige Managerin von Valentina, die irgendwie auch wohl, ja, das eine oder andere Geld unterschlagen hat, was man so gehört hat. Okay, also sind deutlich die Bekannteren, die bei Diogo kommentiert haben, als jetzt hier bei Alex. Aber jetzt hört euch mal die Story an, die war nämlich ganz interesting. Und von daher schauen wir die jetzt an. Mitbekommen, es ist offiziell bekannt, ich kämpfe gegen Diogo und er postet was von wegen Sommerhaus. Hunde, die bellen, die beißen nicht und bellt die ganze Zeit wie so ein Chihuahua. Den Typ. Oh nein, wie ein Chihuahua. Ich eh nicht ernst nehmen, aber es macht es mir umso leichter, dass meine Faust unter diese Augen platziert wird, weil dann werden die Augen so blau sein, dass man deine Tattoos unter deinen Augen nicht mehr erkennen kann. Das ist mein Ziel, das werde ich hinkriegen. Du meinst, dich hier für Christina einzusetzen und einen auf Rächen und Patriot zu machen. Ich habe einen Fehler begangen, ja, aber ich bin mit dieser Frau glücklich zusammen. Das ist dann natürlich kein Fehler, klar. Also so viel nochmal zur Reflexion. Meine Gefühle und für mein Herz entschieden. Und sie interessiert es auch gar nicht, ne? Sie ist am Handy, denkt, oh Mensch, lass ihn einfach labern, ja. Du hast bereits schon zwei Frauen betrogen. Leider gibt es davon keine Beweise, deswegen kann man dich nicht an den Pranger stellen. Aber die Tatsache, dass du schon zweimal Verführer warst beim Temptation Island und einmal was mit einer Vergebenen dort hattest, sagt schon alles über dich aus. Also du einfach mal ruhig sein, Ball flach halten, Schnauze halten, bis zum 4.11. warten, bis ich die Fresse poliere. Boah, Schnauze halten, okay. Natürlich auch wieder so. Was haben wir denn hier schon wieder? Okay. Werden schon wieder seine Lippen überprüft? Wahrscheinlich nicht. So, zum einen ist der neue Vlog 8 online, der mit Abstand der lustigste bisher ist. Also schaut euch meine Reise an, wie ich mich zum Boxer entwickle. Nee, das interessiert uns leider nicht. Die Reise möchten wir nicht sehen, ja. Und den Kommentar haben wir gerade besprochen. Du hast gesagt, er ist zweimal fremdgegangen. Vanessa sagt dreimal, aber sie ist ja jetzt auch richtig im Game drin, ne? Damit ich dem Diogo natürlich auch richtig die Fresse polieren kann. Und nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Vanessas Kommentar hier unten, den ihr seht, ne? Das war die Reaktion auf seine Story, ja. Weil er hat provoziert, er hat die Ex-Partnerin mit reingezogen und stellt sich jetzt irgendwie als Ritter der Helden dar. Also sie kramt da nebenbei im Kühlschrank, sie interessiert es irgendwie gar nicht. Man beachte auch, wir brauchen natürlich, wenn wir Boxer werden wollen, mindestens 16 bis 20 verschiedene Proteinpulver da oben. Es ist halt nicht okay, dass man versucht zu sagen... Was haben die denn noch so im Kühlschrank stehen? Mhm. Ich werde dem Fremdgänger die Fresse polieren, aber man ist halt selber nicht besser. Und deswegen habe ich darauf erst reagiert, weil ich es halt
wenn man selber in der Position ist, sagt man halt nichts. Sonst hätte ich auch meine Klappe gehalten. Er war auch Verführer bei Temptation. Ich bin auch Verführerin bei Temptation gewesen. Dann sage ich jetzt, also boah, nicht, wie kannst du dann Verführer sein? Also versteht ihr, was ich meine? Aber Bullshit. Wenn man jetzt so tut, als wäre man der Frauenheld und hätte nichts gemacht und versucht, ihn deshalb festzunageln und selbst nicht besser ist, ja. Doppelmoral hat er nochmal hinterhergeschoben. Doppelmoral. Okay, es gab keine Anschlussstory. Dann wieder zurück zum Geschehen. Ja, meine Lieben, das sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, dass es übertragen wird auf der Bild-Zeitung live, dass wir da ein paar Einblicke haben können und ein bisschen drauf reagieren können. Ich glaube, dass ich mir das allererste in meinem Leben tatsächlich so einen Boxkampf angucke. Wie seht ihr das? Was sind eure Tipps? Wie viele Runden wird es geben? Wer wird K.O. gehen? Und auf wen setzt ihr das bitte jetzt in den Kommentaren? Bis dann. Ciao.